Ja, ein Mann wurde verprügelt, weil er zwei weitere darauf aufmerksam gemacht hat, dass in der U-Bahn-Station Maskenpflicht herrscht. Dieses Ereignis hat sich bereits am 1. August ereignet. Rund um Mitternacht ist der 33-Jährige mit der U-Bahn gefahren, ist hier am Stephansplatz eingestiegen und eben auf zwei Passanten gestoßen, die keine Maske getragen haben. Er hat sie darauf aufmerksam gemacht, die beiden haben ihn verprügelt und nach ihnen wird jetzt gefahndet. Wie gesagt, das Ereignis war bereits im August. Aktuell hat man sich dazu entschlossen, nun Bilder von den Tätern, von den mutmaßlichen Tätern zu veröffentlichen. Es sind zwei Männer mit Vollbart und im typischen legeren Sommergewand, die da auf den 33-Jährigen eingeschlagen haben. Sie werden angezeigt wegen schwerer Körperverletzung.